Freunde, Teil 3 von Schlag den Rebel, diesmal versus Jasko, und ich habe mir was Besonderes einfallen lassen, und zwar werde ich mit dem Jasko Automatenboxen gehen und wir werden gucken, wer mehr Punkte erzielen kann. Ich freue mich drauf. Was geht, meine Freunde, Jasko und Bratko hier bei Schlag den Rebel. Kelsey hat mich herausgefordert und wir gehen gleich Automatenboxen, und ja, ich bin gespannt, was er drauf hat. Ich meine, ich pack den und... Ich habe wieder einen ganz netten Wetteinsatz, und zwar, wenn der Jasko verliert, dann möchte ich, dass der Jasko ein 16er, also ein Part lang, rappt, dass ich sein Boss bin, sein Mentor, sein, dass er von mir rappen gelernt hat, dass ich der Beste bin, dass er von mir ficken gelernt hat und all diese ganzen Geschichten. Das ist mein Wetteinsatz, das verlange ich von Jasko. Der Käse will also, dass ich darüber rappe, dass er mein Boss ist und dass er mir Rappen beigebracht hat. Ficken etc. und so weiter. Dasselbe verlange ich auch von Casey. Also wenn ich gewinne, rappst du, dass Jasko dein AB ist und dein Big Boss, und dann schauen wir mal, wer der wahre Boss ist. So, hoffen wir, dass alles sportlich abläuft, und ich wünsche dem Jasko auf jeden Fall viel, viel Glück. Jasko, ich drücke dir die Daumen. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf deinen Part. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, und dann sage ich mal, bon chance, Bruder. So, Freunde, jetzt haben wir uns hier getroffen mit dem Jasko gemeinsam vor diesen Boxautomaten-Dingen, und wir werden auf Probe stellen, was wir so drauf haben. Und bitte macht nicht auf Moralapostel, ihr Hobby-Klitschkos. Wir wissen, ihr seid die größten Boxer. Wir trauen uns wenigstens. Bitte schön, Jasko. Ich als Erster? Ja. Mit dem wunderbaren Vater Morgana Schwert von der Rebel Box, genau, Jasko. Steht mir gut? Gib Gas. Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Du willst mich ficken. Du weißt, normalerweise, wenn ich Schlägerei habe, ich schlag nur mit Gürtel. Ja, das stimmt. Das der Jasko kommt normalerweise immer mit dem Messer, aber... Okay, was? Okay, Jasko, nicht getroffen. Was war das denn, wenn das nicht getroffen war? Was ist denn das jetzt? 918. 918? Meinst du, du toppst das? Du musst doch jetzt machen, oder? Die du machst jetzt auch. Soll man nicht abwechseln? Keine Ahnung. Ah. 46. So, dann will ich jetzt erstmal sagen, das war schon mal ein 1-0. Wie machen wir die Regeln überhaupt? Keine Ahnung, sag du. Komm, wir machen 10 Schläge. Ne? Und wer, ja? Sollen wir so machen? 10 Schläge, also bis 10. Nee, nicht 10. Bis 10 Schläge machen wir es. Komm, du bist dran. 1-0 für mich. Zwei Schläge haben wir schon. Wenn ich gewusst, dass du so gut schlägst, hätte ich gar nicht mitgemacht. Ach, komm auf, erstmal schuf nicht. Schuf, Oma, schuf. Klitschko. Ja, der war auch nicht schlecht. Oder? War nicht gut. Nee, Jasko, ich glaube. Ich glaube, ich werde im Rapper dein Boss sein. Oder wir machen mal direkt eine Watcher hier. Okay, der Watcher war nichts. Was haben wir jetzt? 1-1. Was ist das? 1-1. Warum, Bruder? Ich habe gar keinen Bock zu rappen, dass du meinen Boss gesagt hast. Jetzt gehen wir kurz zur Seite. Warte, ne? Ach, ich hab den falsch getroffen. Der war nicht? Ja, ich hab den falsch getroffen. Ich hab den falsch getroffen. 841. Ey, nur zur Info, ne, ich hab hier Handicap, Bruder. Guck mal hier. Ah, wir brauchen gar nicht mitzählen, warte mal. Es war gerade 1-1, ne? So, und ich muss jetzt noch einen drauflegen, und 2 Euro sind 5 Schläge, deshalb brauch ich gar nicht mitzählen. Jetzt haben wir noch 5 Schläge. So, jetzt machen wir mal richtig hier. Ja, der war auch nicht richtig getroffen. Ja, also sind wir jetzt bei 2-1. Habt ihr so einen Schlag? Wir haben beide noch 2 Schläge. Du weißt, ne, ich hab Handicap hier. Ja, ich hab auch, ich kann mir... Genau, er hat nämlich ein Handicap, weil hier, er irgendwas sieht man so, guck mal diese Bolle hier, siehst du? Ich hab ein Handicap, weil ich trainiert habe gestern, weil ich muss mich fit halten für den Kiss Cup, wo ich am 22. mitmache. Das geht. Okay, warte. Ja, jetzt geht's, ne? Oh, der war gut. Der war gut. Alter, warum gibt's denn nicht noch mehr?
Boah, der ist gut, ja. Ich glaube, das ist der stärkste von allen. 932, beide 932. Ach, 932? Ja, ja. Warte, dann haben wir jetzt. Es steht 2-1, jetzt kommt Stich links. Also ist. Letzte? Ja. Oder 3-2 für mich. Jetzt haben wir beide einen Punkt. Jetzt haben wir beide noch einen Schlag. Eugen, du kleiner Wichser, mach dein Handy aus. Eugen, Bruder, dann mach auf Platz ein bisschen. Also kicken wir nicht mehr? Bruder, ich komm nicht hoch. Okay, mach mal. Soll ich meine Hose ausziehen, damit wir kicken? Ja, mach mal. Komm, Bruder, für den Block. Ich hab noch Boxershorts runter. Komm, Bruder, für den Block. Für ich die hab noch Boxershorts, warte. Ah! Schlecht war der nicht. Jebot, der Tito. Der war nicht gut. 925. 925, es steht 3-2, ne? Entscheidender Schlag. Der war auch nicht gut. Hä? Nee. Die waren alle nicht gut. Ah, doch, doch, der war's. Was heißt das? 4-2. Diesmal habe ich gewonnen. Du hast gewonnen. Ich muss ein paar rappen, wie ich dein Boss bin, wie ich dir Rappen beigebracht habe, wie ich der Beste bin, wie ich dir Ficken beigebracht habe, wie ich dir alles beigebracht habe. Ich bin ein fairer Verlierer. Ich zieh das durch, Bruder. Okay. Ich schick dir den Part. Bin ich gespannt drauf. Und den seht ihr dann. Okay, Casey, du weißt, ich bin ein Jugo-Betrugo. Und eigentlich wäre ich locker davon gekommen, Bruder. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Deswegen halte ich meine Wette ein und ich mache dich zum Boss. Kein Plan, was die deutschen MCs gerade zelebrieren. Dank meinem Boss Casey bin ich jetzt am rebellieren. Ein paar Rapper penetrieren, also hol die Beretta. Nummer 1, Casey ist der beste kurdische Rapper weltweit, in allen Ländern beliebt. Ohne meinen Boss wär ich nicht bei Banger Musik. Shit! Ja, ihr könnt jetzt alle haten, doch in weit ist nicht Farid, sondern Casey, der Labelboss. Octagon Rap mit der Glock im Gepäck. Casey nahm sogar Kollega seinen Boss-Status weg. Mein Boss hat die allermeisten Fans in der Stadt. Ohne ihn hätte ich niemals einen Gangbang gehabt. Wo bleibt dein Album? Wann kommt es denn raus? Ich muss warten, bis mein Boss es erlaubt. Alles Ironie, also mach dir keinen Kopf. Dicker Casey ist der Boss, aber Jasko ist Bosnier.